Ja, einen schönen Nachmittag. Wir haben uns das letzte Mal begonnen, mit Tests zu beschäftigen und unter anderem erinnern sich, mit welchem Datensatz wir uns da befasst haben, und zwar im Package Maß gab es da also Survey, diesen Datensatz, und da waren eben so Sachen drin, wie genau diese verschiedene Merkmale, Age, Clap und so weiter und so fort. Und vor allem mit Pulse haben wir uns beschäftigt. Sie erinnern sich, das sah in etwa so aus. Das war also der Ruhepuls, der hier gemessen wurde. Und irgendwas ist gerade wieder kaputt. Und zwar dieser Studierenden in dieser eben Umfrage. Also muss gerade RStudio noch einmal aufmachen. Entschuldigung, irgendwas scheint hier gerade wieder mal beim Plotten nicht zu funktionieren. Also Library Maß. Und dann haben wir da also Attach Survey und schauen wir, ob es jetzt funktioniert. Also das wäre Pulse. Okay, geht immer noch nicht. Aber ihr könnt euch vorstellen, da ist ein Boxplot rausgekommen, wir haben es das letzte Mal gesehen. Und das, was wir gesehen haben, ist, dass wir da den einfachen Gauss-Test anwenden können. Und der ist allerdings relativ, wie soll man sagen, unzureichend für das, was wir haben wollen. Wichtige Voraussetzung war nämlich hier, dass wir die Varianz kennen. Und jetzt allein schon bei diesem Ruhepuls ist ja vollkommen unrealistisch, dass man die Varianz kennt, oder? In dieser Personengruppe, die man untersucht. Und deswegen werden wir jetzt den sogenannten einfachen T-Test uns überlegen. Also einfacher T-Test, was ist hier gefragt, was will man untersuchen? Ja, stellen wir uns wieder dieses Beispiel des Ruhepulses vor. Dann ist wiederum eine Stichprobe gegeben, und zwar x1 bis xn. Und bitte beachten Sie hier, die Voraussetzungen sind im Prinzip jetzt nur ganz dieselben wie beim einfachen Gauss-Test. Wir haben eine Normalverteilung, der Erwartungswert ist natürlich unbekannt, die Varianz ist Sigma, das soll größer als 0 sein, und die ist jetzt allerdings unbekannt. Und bitte beachten Sie, das ist jetzt der Unterschied. Wir haben jetzt hier also durchaus unbekannte Varianz zugelassen, wenn Sie sie kennen, umso besser, aber das ist wie gesagt meistens eher ein bisschen unrealistisch. Und das, was wir jetzt wieder tun wollen, sind bestimmte Hypothesen aufstellen. Und das sind genau die gleichen, die wir bisher hatten. Das heißt, das erste hier wäre, H0 wäre die Hypothese, μ ist gleich μ0 für ein vorgegebenes μ0 aus R. Und Sie können wieder an den Ruhepuls denken. Denken Sie sich, das sind 70 Schläge pro Minute. Irgendwas in der Richtung. Wir wollen wissen, in also unserer Personengruppe ist der durchschnittliche Ruhepuls gleich diesen 70 Schlägen pro Minute. Sie können natürlich auch einseitig die Hypothesen anlegen, μ kleiner gleich μ0, oder eine dritte Variante wäre hier, dass Sie sagen, H0 soll sein, μ größer gleich μ0. Das wären also hier zwei einseitige Hypothesen, das ist die entsprechende zweiseitige. So, noch einmal, die Varianz ist jetzt unbekannt. Das heißt, wenn wir uns jetzt wieder die Teststatistik anschauen, die wir beim einfachen Gauss-Test hatten, ja, dann können wir die so nicht mehr hinschreiben. Weil, wie lautete die? Also wenn ich x-Vektor schreibe, meine ich einfach, dass ich x1 bis xn hier einsetze. Und die Teststatistik, die wir beim einfachen Gauss-Test hatten, ja, das war x-quer minus μ0 dividiert durch Standardabweichung mal Wurzel n. Vielleicht erinnern Sie sich an diese Teststatistik, das Einzige, was fehlt ist, hier stand Sigma. Und Sigma können wir da nicht mehr hinschreiben, weil das haben wir nicht mehr. Das ist nicht mehr zur Verfügung. Ja, und jetzt wird Ihnen schon sehr schnell die Idee kommen, was man tun kann. Wenn man die Varianz nicht kennt, ja dann schätzt man sie halt eben. Und wir haben gesehen, was eine vernünftige Schätzung ist. Eine vernünftige Schätzung ist, wenn wir hier also Wurzel aus Stichprobenvarianz hinschreiben, sprich die Streuung im Wesentlichen. Also die empirische Standardabweichung nehmen wir hier jetzt als vernünftigen Schätzer für die Varianz. Und dann war zunächst aber die Frage, was ist da also die Verteilung dieser Teststatistik, und Sie wissen, das muss man immer unter einer Nullhypothese kennen, ja zumindest unter dieser zweiseitigen. Also wenn μ gleich μ0 ist, was kommt hier für eine Verteilung raus? Aber das wissen wir mittlerweile, weil das haben wir nachgerechnet. Was kommt hier raus? Die C-Verteilung, und zwar mit n-1 Freiheitsgraden. Das heißt, was wir jetzt zur Verfügung haben, ist, dadurch, dass wir jetzt für diese Teststatistik, für μ gleich μ0 wissen, was die Verteilung ist, können wir also im Gegensatz zum einfachen Gauss-Test hier die Varianz ersetzen, genau die Standardabweichung durch das empirische Pendant, und wir erhalten wieder einen entsprechenden Test. Wir können uns nämlich wieder überlegen, wie kommen wir zu kritischen Bereichen? Also wie sieht jetzt jeweils der kritische Bereich aus in allen drei Fällen? Ja, erstens mal, wir müssen uns halt überlegen, wie sieht ungefähr
so eine stetige Dichte, genau die stetige Dichte dieser TN-Verteilung aus. Ja, das habe ich Ihnen schon erzählt. Das können Sie kaum unterscheiden von so einer gaußschen Glockenkurve. Und in diesem zweiseitigen Fall, das heißt, wenn wir auf μ gleich μ0 testen wollen, was sind also Werte dieser Teststatistik, wenn sie also angenommen werden, Realisierungen, die gegen die Nullhypothese sprechen? Was würden Sie erwarten, wenn die Nullhypothese wahr ist? Was kommt in Erwartung hier raus für einen Wert? Na, x quer ist ein erwartungstreuer Schätzer für μ. Wenn μ gleich μ0 ist, sollte hier etwas nahe bei 0 herauskommen. Also bitte beachten Sie, Werte, die ganz klar für die Nullhypothese sprechen, ja, das sind die nahe bei 0. Die, die weit weg sind, sprechen dagegen. Und jetzt müssen wir halt nur klassifizieren, was weit weg bedeutet. Ja, und wenn wir zweiseitig testen, nehmen wir wieder die entsprechenden Quantile. Also hier das Tn minus 1 Alpha halbe Quantil. Dann haben wir nämlich hier genau einen Anteil Alpha halbe. Und hier draußen wollen wir auch einen Anteil Alpha halbe haben. Also das wäre sozusagen zu groß nach oben. Und das wäre Tn minus 1, 1 minus Alpha halbe. Also wir nehmen jetzt als kritischen Bereich wieder eine passende Vereinigung von Intervallen, das heißt, der kritische Bereich hier wäre also von minus unendlich bis tn minus 1 Alpha halbe gehend vereinigt mit, und zwar wenn wir hier in tn minus 1, 1 minus Alpha halbe starten und bis unendlich laufen. Das heißt, das wäre der gesuchte kritische Bereich. Und bitte beachten Sie, Sie können viele kritische Bereiche hinschreiben, aber der muss natürlich zur Problemstellung passen. Also noch einmal, Werte nahe bei 0 sprechen für die Nullhypothese, und zwar deswegen, weil wir davon ausgehen, dass dann die Realisierung von x quer etwas nahe bei μ0 liefert, und Werte, die weit weg sind, sprechen dagegen, und dann wollen wir ablehnen. Also das ist der gesuchte kritische Bereich. Machen wir es vielleicht noch für zweitens. Wie würde also jetzt für diese Hypothese, μ kleiner gleich μ0, für diese Nullhypothese der kritische Bereich ausschauen? Was würden Sie sagen? Welche Werte sprechen für die Nullhypothese? Und zwar noch einmal, die Nullhypothese hier, ich schreibe sie nochmal hin, ist also, so wie es da steht, μ kleiner gleich μ0. Schauen Sie sich wieder die Teststatistik an. Sie gehen ja davon aus, dass in Erwartung zumindest hier μ herauskommt. Also wenn hier was nahe bei μ herauskommt und μ kleiner gleich μ0 ist, welches Vorzeichen hat dann vermutlich, naja, vermutlich heißt in Erwartung, die Realisierung dieser Teststatistik hier? Positiv oder negativ? Was spricht für diese Nullhypothese? Negative Werte oder positive? Na, tendenziell, wenn μ kleiner gleich μ0 ist, in Erwartung negative. Das, was hier rauskommen soll, wird in etwa μ sein. μ in der Nullhypothese ist kleiner gleich μ0, das heißt negative Werte sprechen für die Nullhypothese, machen sie plausibel. Und welche sprechen dagegen? Ja, positive. Wenn es zufällig ein bisschen positiv ist, das heißt ja noch nichts. Aber der Punkt ist, wenn es ganz weit rechts liegt, dann würde man wohl sagen, das ist unplausibel, dass die Nullhypothese gilt. Also das heißt, wir nehmen hier das Tn minus 1, 1 minus Alpha Quantil, weil dann ist eben der Anteil hier draußen genau Alpha, und dass unsere Teststatistik unter der Nullhypothese dann eben einen Wert hier drinnen annimmt, die Wahrscheinlichkeit ist dann eben größer gleich als 1 minus Alpha. Und das ist genau das, was wir hier haben wollen. Und damit haben wir also auch hier wieder einen kritischen Bereich, den schreiben wir vielleicht da noch dazu. Und zwar der kritische Bereich in dem Fall ist einfach das Intervall von 0 bis, von tn minus 1, 1 minus Alpha bis unendlich. Also sprich, zu große Werte führen hier dazu, dass man die Nullhypothese ablehnt. Jetzt machen Sie es für den dritten Fall an, oder sind es halt die zu kleinen Werte. Ich denke, das ist Ihnen dann auch bewusst. Okay, dann können wir uns aber die Testentscheidung hinschreiben. Und zwar natürlich kriegen Sie dann schlussendlich, wenn Sie die Daten einsetzen, eine Realisierung Ihrer Teststatistik. Also Sie setzen die kleinen x in Ihre Teststatistik ein. Sie kriegen da eine reelle Zahl raus. Das ist die Realisierung der Teststatistik. Und jetzt müssen Sie halt schauen, wo die liegt. Wenn die im kritischen Bereich liegt, dann verwerfe ich H0. Ansonsten behalte ich es bei. Im ersten Fall wird es so ausschauen, wenn also betragsmäßig dieses Tau nicht so groß ist, sprich, das liegt entsprechend nahe bei 0, dann behalten wir bei, und aufgrund der Symmetrie können wir das auch schreiben als Betrag Tau kleiner als Tn minus 1, 1 minus Alpha halbe. Und zwar, weil Sie sehen, das Negative des einen Quantils gibt Ihnen gerade das andere Quantil. Das ist die Symmetrie, die Sie hier haben. Und wenn das so wäre, dann würden Sie also H0 eben
beibehalten. Also wenn das kleiner gleich wäre, würden Sie H0 beibehalten. Ansonsten würden Sie H0 verwerfen. Und wie wäre das jetzt zum Beispiel im zweiten Fall? Im zweiten Fall würden Sie also verwerfen, wenn die Realisierung der Teststatistik hier reinfällt. Das heißt also, wenn hier Tau größer wäre als Tn minus 1, 1 minus Alpha, dann würden Sie H0 verwerfen. Und Sie sehen, es ist ganz egal, wie Sie das formulieren. Ihnen muss nur klar sein, wann Sie beibehalten, wann Sie verwerfen, dann tun Sie natürlich im anderen Fall das andere. Eh klar. Also es ist wurscht, wie Ihnen das jetzt da hinschreibt. Und das, was Sie hier sehen, das nennt sich einfacher T-Test. Fassen wir zusammen, warum der so heißt. Ja, warum wird der wohl T-Test heißen? Weil die Teststatistik ist für μ gleich μ0 T verteilt. Deswegen heißt der T-Test. Warum heißt der einfacher T-Test? Was heißt einfach? Weil er so simpel oder so beschränkt ist in seinem Tun, na ganz und gar nicht, sondern weil wir eine Stichprobe haben. Das ist ein Einstichprobenproblem, deswegen heißt er einfach. Und T-Test heißt er, weil wir hier die T-Verteilung verwenden. Und das ist eben genau dieser Test, von dem ich Ihnen das letzte Mal erzählt habe, der also eben hier auf William Seeley Gossett unter dem Pseudonym Student zurückgeht. Haben Sie zu dem Test mal Fragen? Also, wenn dem nicht so ist, wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer überlegen, wie wir vielleicht die Testentscheidung noch ein bisschen besser verstehen können. Und was ich Ihnen dazu zeige, ist einmal dieser T-Test ausgeführt in R. Und zwar macht man das mit dem Befehl T.Test. Das hätten Sie jetzt nicht gedacht, gell? Also, unglaublich überraschend. Den T-Test führen Sie aus mit T.Test. Was Sie hier reinschreiben, ist einfach der Datensatz. In unserem Fall ist das Puls, da stehen diese ganzen Ruhepulse drin. Und was Sie jetzt angeben sollten, ist, naja, wenn Sie eben auf ein gewisses μ testen, ja, was das überhaupt ist. Dieses μ hier ist das μ0 und wir haben gesagt, zum Beispiel interessant wären 70 Schläge die Minute. Und wenn Sie weiter nichts angeben hier, dann wird einfach Folgendes ausgeführt, ja, one sample t-test, also einfacher t-Test. Was Sie sehen ist hier die Realisierung der Teststatistik, also t ist gleich irgendwas, das ist die Realisierung der Teststatistik. Für was steht denn df? Degrees of Freedom. Für die Freiheitsgrade. Wie viel sind das immer hier? Stichprobenumfang minus 1, ganz genau so ist es. Und was Sie hier hinten sehen, ist jetzt der sogenannte P-Wert. Und den müssen wir verstehen. Der P-Wert ist nämlich das, der uns sagt, sollen wir H0 beibehalten oder verwerfen. Und wenn wir nicht verstehen, was der P-Wert ist, dann haben wir nichts davon, dass L für uns rechnet. Das heißt also, das nächste im Programm ist, wir müssen den P-Wert verstehen. Und was ich Ihnen gleich schon sage, ist, der ist hier so klein, dass verworfen wird. Das heißt also, es gibt eine signifikante Abweichung des durchschnittlichen Ruhepuls von 70. Und das wollen wir uns anschauen, warum wir jetzt zu diesem Schluss kommen. Das heißt, das, was wir jetzt hier definieren, ist der sogenannte P-Wert. Und wir fassen nochmal zusammen, was Sie bei einem Test überhaupt haben. Gegeben haben Sie zwei Hypothesen, H0, H1, die testen es gegeneinander, und zwar unter Vorgabe eines gewissen Signifikanzniveaus einer Irrtumswahrscheinlichkeit. Also das haben Sie eigentlich beim Test gegeben. Ganz egal, wie der Test konkret ausschaut, das ist immer das Setting. Zwei Hypothesen, die sich gegenseitig ausschließen, eine Irrtumswahrscheinlichkeit, unter der Sie testen wollen. Und was liefert Ihnen dann der Test? Der Test, ganz egal, für welches Signifikanzniveau, also unter diesem Gamma zwischen 0 und 1, stellen Sie sich jetzt wieder ein Signifikanzniveau vor, irgendeines, also wieder eine Irrtumswahrscheinlichkeit. Der Test liefert Ihnen dann einen kritischen Bereich. Also das heißt, was Sie kriegen, ist ein K-Gamma. Und natürlich dieser kritische Bereich, der hängt von den Daten ab, ja das ist eh klar, von den konkreten von dem Signifikanzniveau ab, und von den Daten hängt dann ab, ob es reinfällt oder nicht. Aber der Test prinzipiell liefert Ihnen einen kritischen Bereich, oder? Das haben wir gesehen. Ganz egal, was der Test konkret ist, denken Sie an den einfachen Gauss-Test, denken Sie an den einfachen T-Test, in beiden Fällen kriegen Sie dieses K-Gamma heraus, den kritischen Bereich. Und was Sie dann auch noch haben, ist natürlich die Realisierung Ihrer Teststatistik, die Sie da also betrachten, das kleine Tau. Und jetzt im Prinzip gibt es nur zwei Fälle. Entweder das kleine Tau fällt in den kritischen Bereich oder nicht. Entweder Sie behalten bei oder Sie verwerfen. Und die Frage, die sich jetzt aber stellt, ist, wenn Sie sich zum Beispiel das wieder anschauen,
für entweder den einfachen Gauss-Test oder den einfachen T-Test, das ist im Prinzip recht egal. Nehmen wir also im Beispiel jetzt an, wir schauen uns den einfachen Gauss-Test an, weil es halt nochmal einfacher ist. Wie ist dann sozusagen das Setting hier? Wenn Sie zum Beispiel haben, die Nullhypothese, μ, was nehmen wir denn? μ größer gleich μ0. Sagen wir mal, das würde zum Beispiel so ausschauen. Was ist dann der kritische Bereich? Na, der kritische Bereich, und zwar des Tests, den Sie dann wirklich durchführen, ja, das ist welcher? Der hier. Weil wir gesagt haben, also wenn μ größer gleich μ0 ist, welche Werte unserer Teststatistik sprechen dagegen? Ja, die, die weit links liegen, oder? Weil wenn μ größer gleich μ0 ist, ist zu erwarten, dass der Wert der Teststatistik eigentlich positiv ist und so weiter und so fort. Und der kritische Bereich hier wird begrenzt durch Phi Alpha. Also alles wie gehabt, nichts Neues. Und der Punkt ist jetzt aber der folgende. Wenn zum Beispiel Ihr Tau jetzt da liegt, was könnten Sie eigentlich machen? Ja, da ist es so, da könnten Sie eigentlich den kritischen Bereich bis hierher festlegen. Und selbst wenn er bis hierher gehen würde, was würden Sie dann immer noch tun? Die Nullhypothese beibehalten. Das heißt, was Sie tun können ist, Sie können jetzt ein entsprechendes Quantil wählen, ich nenne das jetzt Phi P, das wäre also das entsprechende P-Quantil der Standard-Normalverteilung und Sie würden immer gerade noch beibehalten. Und das hier ist der sogenannte P-Wert. Das heißt, der P-Wert ist gerade jene Irrtumswahrscheinlichkeit, jenes Signifikanzniveau, wo Sie die Nullhypothese gerade noch beibehalten können. Ja, und ich behaupte, das können wir jetzt aber hinschreiben. Was ist der P-Wert? Man nennt ihn dann meistens P. Das soll sein das größte Signifikanzniveau, sodass ich die Nullhypothese gerade noch beibehalten kann. Ja, das größte, das ist das Supremum. Und um was geht es? Ja, es geht um all diese Gammas hier. Wir müssen uns das größte Signifikanzniveau, was diese Gammas ja sind, hier schnappen. So, dass was gilt? Ja, so, dass wir die Nullhypothese noch beibehalten. Also die Realisierung der Teststatistik, wo nicht liegt, im kritischen Bereich. Und der hängt natürlich mit dem Signifikanzniveau zusammen. Und das ist der sogenannte P-Wert. Die Definition hier, gebe ich schon zu, die ist eigentlich nicht so einfach, oder? Supremum über alle Gamma zwischen 0 und 1, sodass Tau nicht in K-Gamma liegt und so weiter und so fort. Und bitte beachten Sie, das hängt konkret von den Daten ab, oder was der P-Wert da ist. Aber prinzipiell ist es eigentlich simpel, wenn Sie sich eine Skizze dazu anschauen. Noch einmal, Sie nehmen sozusagen einfach hier die scharfe Grenze für den kritischen Bereich. Also Sie schauen sich an, wo liegt Ihre Realisierung der Teststatistik und genau dieses Quantil nehmen Sie und dazu gehörige Quantilwert, wenn man so will, also das P da unten, das liefert Ihnen den P-Wert. So heißt er eben. Und jetzt können Sie aber die Testentscheidung aufgrund dessen fällen. Warum? Wie wäre die Testentscheidung hier? Ja, wenn das Tau da rechts vom kritischen Bereich, der links liegt, liegt, dann würden wir beibehalten. Ja, und wie stehen Alpha und P zueinander? Ist Alpha größer oder P größer? P ist größer, warum? Na, weil die Wahrscheinlichkeit hier drunter ist P, wenn Sie so wollen. Die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Teststatistik unter der Nullhypothese Werte bis hierhin annimmt, sind größer gleich als P. Und entsprechend, also hier haben wir also das durch Alpha beschränkt. Und kleiner gleich als P, müsste man immer sagen, aber nicht so tragisch, wir stellen uns genau P vor. Das heißt, wir können aufgrund dieses P-Werts eine Testentscheidung treffen. Und Sie sehen, das ist dringend notwendig, weil also am Computer kriegt man nur den P-Wert hier zurück. Der sagt jetzt nicht, oder, dass eben entsprechend hier schon zu verwerfen ist oder nicht, das muss man selber wissen. Und wir sehen folgende Entscheidung, wenn also Alpha kleiner gleich als P ist, dann ist was zu tun? Ja, dann haben Sie genau die Situation hier drüben. Dann bedeutet es, dass die Realisierung Ihrer Teststatistik nicht in den kritischen Bereich fällt, also damit wird H0 beibehalten. Und wenn allerdings Alpha größer ist als P, oder umgekehrt sollte man vielleicht sagen, dieser P-Wert kleiner als das vorgegebene fix gewählte Signifikanzniveau, ja dann wird H0 verworfen. Und bitte beachten Sie, das heißt nichts anderes als, dass die Realisierung Ihrer Teststatistik im kritischen Bereich liegt. Das ist nur eine andere Form, das auszudrücken. Und wir werden sehen, diesen P-Wert kann man aber ganz gut interpretieren. Und zwar, wenn der P-Wert nämlich wahnsinnig klein ist, was bedeutet das? Machen wir uns noch einmal so ein Bildchen dazu. Sagen wir, die Situation wäre jetzt so.
Sie hätten da Ihr Quantil, da den kritischen Bereich. Nehmen wir das wieder Phi Alpha. Und jetzt wäre der P-Wert wahnsinnig klein. Ja, wo muss die Realisierung der Teststatistik liegen? Wahnsinnig weit links. Das müsste ja ein Phi P sein. Wenn P aber sehr, sehr klein ist, dann bedeutet das also, dass sie ganz weit links liegt. In Bezug auf die Plausibilität der Nullhypothese heißt es was? Dass sie wahnsinnig unplausibel ist. Je weiter Werte hier ganz links angenommen werden, desto mehr bin ich sozusagen weit draußen im kritischen Bereich und desto mehr ist es entfernt von einer plausiblen Nullhypothese. Das heißt, in gewisser Art und Weise gibt Ihnen der P-Wert die Plausibilität der Nullhypothese wieder in Bezug auf die Daten. Wenn der P-Wert 1 wäre, was würde das bedeuten? Ja, dass sie genau bei 0 wäre. Und plausibler kann die Nullhypothese auf Grundlage der Daten nicht sein. Also das heißt, P gleich 1 würde bedeuten, ich bin genau hier, ich schiebe also dieses Signifikanzniveau, wenn Sie so wollen, bis hier rein. Und das bedeutet also, Sie haben durch Punktschätzen genau das zu Erwartende herausbekommen unter der Nullhypothese. Plausibler kann die nicht sein. Und je weiter Sie davon wegkommen, umso unplausibler wird die Nullhypothese. Und bitte beachten Sie allerdings immer, es gibt eine gewisse Zufälligkeit da drin. Deswegen lässt man so viel Toleranz. Und sobald wir da drüber sind, sagen wir aber, das ist zu viel Diskrepanz, die Nullhypothese scheint unplausibel, wir verwerfen. Und dieser P-Wert hier, bitte, den müssen Sie sich unbedingt einbringen, der ist wahnsinnig wichtig. Mit dem wird ständig gearbeitet und Sie sehen auch hier, den braucht man halt einfach. Haben Sie dazu mal Fragen? Wenn dem nicht so ist, dann haben wir also hier ein erstes Testproblem gesehen. Und in diesem Testproblem können Sie natürlich auch Folgendes tun. Und zwar, was Sie auch noch machen können, ist, Sie können also nicht nur eine Alternative angeben, die zweiseitig ist, wenn Sie wollen, sondern Sie können mit dem Befehl Alternative auch zum Beispiel angeben, wenn Sie testen möchten, der mittlere Ruhepuls ist größer oder kleiner als ein vorgegebener. Und bitte beachten Sie, da müssen Sie immer die Alternative angeben. Eine Hypothese könnte jetzt hier sein, und zwar die Gegenhypothese. Wir wollen Folgendes zeigen, dass es also einen signifikant höheren durchschnittlichen Ruhepuls als 70 gibt in dieser Population, die wir hier betrachten, in dem Fall bei diesen Studierenden. Und wenn wir das zeigen wollen, ja, dann müssen wir die Alternative greater halt hier hinschreiben. Wir testen wieder, der P-Wert ist irgendwas mit 10 hoch minus 7, 10 hoch minus 6, ganz egal, wahnsinnig nahe bei 0. Was würden Sie tun? Verwerfen, nachdem er was nachgedacht hat? Was das vorher gewählte Alpha war. Bitte, Sie gehen nicht her und schauen sich den P-Wert an und wählen Alpha dann so. Gell? Ganz schlimm verboten. Tun Sie ja nicht. Sie sagen, Ihre Irrtumswahrscheinlichkeit, die vorgegebene, ist zum Beispiel 5%. Und wenn dann P kleiner als 5% ist, dann verwerfen Sie. Ja, natürlich, 10 hoch minus 6 ist kleiner als 5%. Keine Frage, als 0,05. Und damit würde hier verworfen werden. Ja, warum wird verworfen? Das sehen Sie zum Beispiel hier jetzt ganz gut in dem, was da steht. Und wirklich das, was hier steht, sollten Sie gut interpretieren und sich gut merken. Das, was da steht, ist ein einseitiges 95% Konfidenzintervall. Was liegt hier nicht drin? 70. Und damit ist es unplausibel, dass dieser Fall vorliegt. Sehen wir da genau die gleiche Vorgehensweise. Was Sie auch noch kriegen, ist nämlich hier entsprechend das Sample Mean, wenn Sie so wollen. Also der empirische Mittelwert, der irgendwo bei 74 und ein paar zerquetschte liegt. Und was Sie jetzt sehen ist, Sie haben wirklich eine Möglichkeit gefunden, zufällige Abweichungen eben als zufällig oder nicht zufällig zu klassifizieren. Und da ist die Konsequenz, es ist nicht als zufällig einzustufen, es wird verworfen. Haben Sie zur Eingabe in R oder sowas noch Fragen? Aber ich denke, es ist relativ straightforward. Wichtig wäre, dass Sie den ganzen Output vernünftig lesen können. Weil da steckt im Prinzip alles drin, was man halt über den Test wissen sollte. Na gut, nächstes Beispiel. Sie könnten sich vielleicht doch hin und wieder die Frage stellen, ob sich die Varianz verändert. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Maschine, die macht irgendwas. Jetzt verändern Sie an der Maschine was und dann interessiert Sie, arbeitet die immer noch gleich exakt oder funktioniert die in einem gewissen Sinn jetzt schlechter? Und das kann man durch die Varianz ausdrücken, oder? Wenn die Standardabweichung größer wird, denken Sie an irgendeinen Abpackungsvorgang oder sowas in der Richtung, dann wäre es also schlechter. Und dazu muss man aber Varianzen miteinander vergleichen können. Und dazu dient zum Beispiel der Chi-Quadrat-Streuungstest. Im Skriptum haben Sie zum Beispiel folgendes Beispiel. Ein Kekshersteller
stellt also da ein neues Verfahren her und nach diesem neuen Verfahren wird halt eben neu in Kekspackungen abgepackt und er fragt sich, kommt es da zu stärkeren Abweichungen oder sind sie gleich geblieben? Und das heißt, was man hier gegeben hat, ist wieder eine Stichprobe. Und diese Stichprobe hier, nehmen wir wieder an, soll normal verteilt sein. Also beachten Sie, bei diesen parametrischen Tests ist so tendenziell die Annahme immer, dass wir eine Normalverteilung vorliegen haben und der Erwartungswert soll wiederum μ sein und die Varianz Sigma Quadrat. Frage an Sie, Sigma Quadrat, größer 0 natürlich, μ aus R, muss eines der beiden bekannt sein. Also was wir machen wollen ist, wir wollen auf eine vorgegebene Varianz testen. Müssen wir μ oder Sigma Quadrat kennen? Hoffentlich nicht. Warum nicht? Weil der Varianz ist egal, um was sie streut. Sehr gut. Also Varianz, noch einmal wiederholt, egal um was sie streut, oder? Es geht nur um die Stärke der Streuung und nicht eben um den Punkt, um die die Streuung auftritt. Also das heißt, klar, das ist unbekannt. Ja, wie schaut es mit der Varianz aus? Müssen wir die kennen? Ja, wenn wir sie kennen, braucht man nichts tun, oder? Das heißt also, das hier ist beides im Allgemeinen unbekannt. Wenn Sie den Erwartungswert kennen, dann freuen Sie sich, aber Sie brauchen es nicht. So, wach sind Sie jetzt auch wieder. Sehr gut. So, was wir jetzt noch vorgegeben haben, und da stellen Sie sich am besten wieder eben den Kekshersteller vor, also vorgegeben haben Sie dann noch eine Varianz Sigma 0 Quadrat. Also stellen Sie sich vor, der hat eben seit Jahren dasselbe Herstellungsverfahren verwendet, da hat er schon sehr gut die Varianz schätzen können, jetzt hat er sein neues Herstellungsverfahren und wir wissen, weicht die Varianz signifikant ab. Und deswegen stellt der Kekshersteller folgende Hypothesen auf. Übrigens, Sie merken schon, in allen Beispielen ist mir ganz wichtig, dass es um Essen geht. Also, ist entscheidend. Und zwar die Hypothesen, die er zum Beispiel aufstellen könnte, wäre also Sigma Quadrat gleich Sigma 0 Quadrat. Wenn ihn wirklich interessiert, gibt es beidseitige Abweichungen, oder? Also weicht es signifikant in irgendeiner Richtung ab, dann wird er also diese Hypothese aufstellen. Wenn es ihm aber nur darum geht, dass es keine zum Beispiel signifikanten Abweichungen nach oben gibt, dass also eben hier die Ungenauigkeit nicht größer geworden ist, dann würde er vielleicht folgende Nullhypothese formulieren, und zwar Sigma Quadrat kleiner gleich Sigma Null Quadrat. Sie können sich jetzt auch noch eine dritte Hypothese einseitig hier jetzt also vorstellen, und zwar natürlich die, wo Sie hier das Ungleichheitszeichen umdrehen, reden wir jetzt mal nicht drüber, ich glaube, das kriegen Sie selber leicht hin dann. Wir haben also vorgegeben Hypothesen, wir haben Verteilungsannahmen, die haben wir schon gemacht. Was ist das nächste, was wir tun sollten? Uns ein Signifikanzniveau vorgeben, das tun wir sowieso immer. Also das Alpha, die Irrtumswahrscheinlichkeit, die ist vorgegeben, haben wir gewählt. Was ist das nächste, was wir tun müssen? Wir uns mal überlegen, was ist überhaupt eine sinnvolle Teststatistik? Und das ist sozusagen die Kunst bei Tests. Ich meine, Sie können irgendeine Teststatistik hinschreiben, Sie können ja sagen, da kommt immer 42 raus, aber das bringt nichts. Sie brauchen ein sinnvolles Maß. Und zwar dafür, ob es zu Abweichungen, und zwar in Bezug auf die Plausibilität von der Nullhypothese kommt. Sie müssen das irgendwie einschätzen können. Und was könnte man denn hier als Teststatistik wählen? Also abhängig von meinen Stichprobenvariablen, was könnt ihr wählen? Ja, der Punkt ist, es geht um die Varianz. Und irgendwie muss ich jetzt eine Größe finden, sodass, wenn die Varianz gleich dieser vorgegebenen ist, ich die Verteilung kenne. Das ist jetzt alles zusammengefasst. Aber zunächst einmal muss es irgendwas sein, wo die Varianz mehr oder weniger drinsteht. Genauer, wo ein Schätzer dafür drinsteht, der vernünftig ist. Was muss man nehmen? Was ist denn so der vernünftigste Schätzer für die Varianz, den wir kennen? Heißt ja schon so. Ja, die Stichprobenvarianz in dem Fall, wenn man dann konkret einsetzt, das ist die empirische Varianz, ganz genau S Quadrat. Also da hat niemand einen Zweifel daran, dass Sie S Quadrat als Schätzer verwenden wollen, oder? Und das Problem ist aber, wenn Sie S Quadrat so anschauen, können Sie dann schon sagen, wenn Sigma Quadrat gleich Sigma 0 Quadrat ist, was hier die Verteilung ist. Also ich nicht. Aber
bis auf einen Faktor kann ich es. Wir wissen, wenn wir multiplizieren mit folgenden, und zwar n-1 durch Sigma 0 Quadrat. Und wenn Sigma 0 Quadrat die tatsächliche Varianz ist, ja dann ist diese Größe wie verteilt? Haben wir gezeigt? He Quadrat verteilt. Und zwar mit wie viel Freiheitsgraden? n-1. Also, wie bin ich überhaupt auf diese Teststatistik gekommen? Immer dasselbe. Indem ich zunächst einmal einen vernünftigen Schätzer für den für die Varianz in diesem Fall, also für den gesuchten Verteilungsparameter brauche. So, dann ist klar, s Quadrat will ich verwenden. Dann das nächste ist, irgendwie brauche ich einen vernünftigen Vergleich, und zwar zu der Größe, die mich interessiert. Und den vernünftigen Vergleich habe ich, weil hier steht der Quotient. Das heißt also, welchen Wert würden Sie hier erwarten, wenn die Nullhypothese zutrifft? Und zwar diese beidseitige. Einen Wert nahe bei n-1. Das wird was nahe bei Sigma 0 Quadrat geben unter der Nullhypothese. Und damit kürzt sich das durch und n-1 wird überbleiben. Das heißt, Sie kriegen wieder so ein Maß dafür, ob es zu starken Abweichungen kommt oder nicht. Und das müssen wir jetzt noch genauer klassifizieren. Und dazu braucht man halt den kritischen Bereich. Also kritischer Bereich, auf geht's, immer das Gleiche. Am besten, man macht sich halt zuerst mal ein Bildchen. Und was ist jetzt die Verteilung, die wir hier haben? Ja, Chi-Quadrat-Verteilung, zumindest wenn Sigma-Quadrat gleich Sigma-Null-Quadrat ist. Und wie sieht die halt in etwa aus? Ja, genauer, was man wieder aufzeichnen, ist halt die stetige Dichte bezüglich dem Lebesgue-Maß und so. So ungefähr irgendwie in der Richtung. Raufgehen tut es nicht mehr, ist nur hässlich gezeichnet. Also so in der Richtung sieht dann also hier diese Dichte aus. Das wäre also diese stetige Dichte der Chi-Quadrat-Verteilung, da ausgewertet an der Stelle t, wenn Sie es da genau hinschreiben wollen, ist das das da. Und da habe ich Ihnen schon gesagt, das können Sie explizit angeben. Also die kann man wirklich ausrechnen. Und was wir jetzt auch erwähnt haben ist, welchen Wert wir erwarten würden, und zwar unter dieser Nullhypothese der zweiseitigen. Da würden wir den Wert n-1 erwarten. Ich behaupte halt einmal, der guckt irgendwo da rum. Ist nicht so tragisch. Aber das heißt, was muss man wieder sagen, das gegen die Nullhypothese spricht? Ja, Werte nicht, die nah da liegen. Man, das könnten Sie auch als kritischen Bereich wählen, wenn Sie nur wollen, dass die Wahrscheinlichkeit 1 minus Alpha ist, dass sie nicht drin liegt und so, aber das ist sinnlos. Sie wollen sagen, wenn es weit weg ist von n-1, dann spricht das gegen die Nullhypothese. Das heißt, was Sie jetzt nehmen, sind entsprechende Quantile hier und da. Das ist zu weit weg, und zwar nach links, das ist zu weit weg nach rechts. Ja, und zu weit müssen Sie so einstellen, dass dieser Anteil hier genau Alpha halbe ist, und wenn Sie es so beidseitig haben wollen, auch hier Alpha halbe. Und jetzt muss ich mal überlegen, was sind die passenden Quantile dazu? Ich meine, Ihnen ist eh klar, da hinten links brauchen Sie nichts machen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass hier also ein Wert angenommen wird, ist 0. Das ist also fast sicher hier eben, dass da kein Wert angenommen wird. Und damit brauche ich also nur diese beiden Quantile hier. Und die schaue ich halt, dass ich jetzt da noch herkriege. Dieses Quantil wäre also das Chi n-1 Alpha halbe Quantil. Welches Quantil wäre das da? Na, das wäre das Chi-Quadrat n-1 und da haben wir eben 1 minus Alpha halbe. Das heißt, Sie sehen schon wieder genau das Gleiche. Aber eine Sache, auf die müssen Sie jetzt hier aufpassen. Da haben Sie keine Symmetrie. Ja? Das heißt, Sie müssen wirklich getrennt diese beiden Quantile bestimmen. Na gut, Sie rechnen sich jetzt natürlich den Wert der Teststatistik aus. Sie haben wieder konkrete Daten gegeben und Sie rechnen sich halt ganz konkret jetzt das n-1 dividiert durch Sigma 0 Quadrat mal klein s Quadrat aus. Und zwar indem Sie, wie gesagt, einfach konkret Ihre Daten einsetzen, die man Ihnen halt so gegeben hat oder die Sie vielleicht sogar selber irgendwo gefunden haben. Und danach können Sie jetzt die Testentscheidung fällen. Und wie sieht die jetzt hier wieder aus? Ja, natürlich, wenn wir im kritischen Bereich liegen, dann verwerfen wir, ansonsten behalten wir bei. Das bedeutet also in diesem ersten Fall hier zum Beispiel, wenn Tau entweder größer ist, und zwar größer als Chi Quadrat n-1, 1 minus Alpha halbe, oder wenn Tau kleiner ist, also wenn es zu weit links liegt, wie Chi Quadrat n-1 Alpha halbe, dann werden Sie was tun? H0 verwerfen. Das wäre also hier das zweiseitige Testproblem. Was Sie vielleicht auch noch relativ zügig schaffen, ist jetzt sofort zu sagen, für dieses einseitige Testproblem, welches Quantil müsst ihr da entsprechend bemühen? Wie sieht hier der kritische Bereich aus?
Also noch einmal, wenn Sigma Quadrat gleich Sigma 0 Quadrat ist, würden Sie was erwarten? Dass also ein Wert nahe bei n minus 1 herauskommt. So, warum? Weil also S Quadrat ungefähr Sigma Quadrat liefern wird. Ungefähr heißt immer alles in Erwartung. Ja? Wenn jetzt aber das so wäre, dass Sigma Quadrat kleiner gleich Sigma 0 Quadrat wäre, was gilt also dann für diesen Bruch hier? Richtig. Was spricht dann gegen die Nullhypothese? Alles, was eher rechts sein muss, oder? So müssen Sie mal überlegen. Das heißt, in Erwartung, was sollte rauskommen? Und dann, wenn Sie diese zusätzliche Bedingung haben, dass zum Beispiel hier Sigma Quadrat kleiner gleich Sigma 0 Quadrat ist, bedeutet das also, was hier oben zu erwarten ist, ist kleiner als das, was hier unten zu erwarten ist. Das heißt, Sie kriegen eher was, was links von 1 liegt mit n minus 1, links von n minus 1 liegt. Das heißt, was spricht gegen die Nullhypothese? Ja, alles, was in der anderen Richtung liegt. Also, wenn Sie hätten, Tau wäre zu groß, und zu groß können Sie wieder durch ein Quantil ausdrücken, und zwar in dem Fall größer als das Chi n minus 1, 1 minus Alpha Quantil ist. Dann würden Sie also in diesem Fall H0 verwerfen. Also Sie sehen, diese Konstruktion von Tests, die läuft eigentlich immer gleich. Sie überlegen sich eine vernünftige Teststatistik, Sie überlegen sich, was unter dieser beidseitigen Nullhypothese passieren müsste, dann verwurschteln Sie halt Ihre zweiseitige, einseitige Hypothese, schließen auf den kritischen Bereich und schon steht es da. Das sind eigentlich immer so diese Punkte, die Sie abarbeiten müssen, und bitte halt alle, die in einem sinnvollen Vorgehen, wenn Sie ganz am Anfang die Daten anschauen, dann haben Sie einen Test für eine Problemstellung und schon gar nicht irgendwie eine vernünftige statistische Aussage. Haben Sie dazu Fragen? Keine Fragen? Wenn dem also nicht so ist, dass Sie dazu Fragen haben, die Sie sonst auch noch immer später stellen können, dann kommen wir jetzt zu zwei Stichprobenproblemen. Also ich muss zugeben, diese Einstichprobenprobleme sind ja jetzt nicht uninteressant, aber was meistens so das richtig Spannende ist, ist, wenn Sie Dinge miteinander vergleichen. Also was könnten Sie sich vorstellen? Ja, Sie haben zwei Personengruppen, zum Beispiel Frauen, Männer, und Sie interessieren sich bezüglich eines gewissen Merkmals, verhalten die sich gleich oder nicht. Das sind also ganz typische Problemstellungen, die Sie haben. Also zwei Stichprobenprobleme. Aus meiner Sicht die halt dann wirklich doch ein Eckerl spannender sind. Und wir können uns vielleicht so ein Zwei-Stichproben-Problem anschauen. Ich muss jetzt gerade nochmal schauen, ob vielleicht dieser Plot da jetzt schon langsam funktioniert. Also was könnt ihr da jetzt probieren? Und zwar schauen wir uns jetzt folgenden Datensatz an. Also ein Datensatz, mit dem Sie sich schon immer näher beschäftigen wollten. Und zwar der Effekt von Vitamin C auf das Zahnwachstum von Meerschweinchen. Also können Sie mir nicht erzählen, dass Sie das nicht schon immer wissen wollten, wie sich das verhält. Und zwar, was Sie da in diesem Datensatz vorfinden, sind mehrere Dinge. Wir schauen uns vielleicht einmal das Ende dieses Datensatzes an. Sie sehen also hier Len. Für was wird wohl Len stehen, dieses Merkmal? Für die Länge der Zähnchen. Für was wird Sub stehen? Ja, für das Präparat, was hier verwendet wurde. Und da gibt es einmal OJ, und ich verrate Ihnen, da gibt es noch was, VC. Für was könnte OJ stehen? Na, wenn Sie es nicht wissen, dann schauen Sie. Haben Sie den schon mal verwendet, den Datensatz? Ah, 4-5 Mal. Ah, sehr gut. Wunderbar. Dann machen wir es noch ein paar Mal. Okay, sehr gut. Passt. Aber ich meine, es ist einer, wo ich glaube, dass man viel dabei eben verstehen kann. Also gut, dann wissen Sie, OJ steht für Orange Juice, VC für also so ein Vitamin C Präparat. Im Prinzip mehr oder weniger ist das Ascorbinsäure, die die Meerschweinchen dann halt direkt verabreicht gekriegt haben. Was ist die Hypothese? Ja, durch Orangensaft nimmt man die Vitamin C, also die Ascorbinsäure halt besser auf, weil es gebunden ist und so weiter und so fort. Das heißt, welche Meerschweinchen werden die längeren Zähnchen kriegen? Die, die Orangensaft gefuttert haben. Und das ist das, was in der Studie da halt rauskommt. Und das heißt, Sie sehen, Sie haben zwei Gruppen. Einmal die Meerschweinchen, die Orangensaft kriegen, und einmal die, die direkt die Ascorbinsäure kriegen. Und dann ist eben die Hypothese, im Schnitt hat diese Gruppe mit dem Orangensaft die längeren Zähnchen als die andere Gruppe. Und das wollen wir testen. Das ist also ein Zwei-Stichproben-Problem. Und ich würde vorschlagen, wir machen jetzt schon Pause. Ich probiere dabei wieder R gescheit zum Laufen zu kriegen. Und nach der Pause werden wir das Problem behandeln. Und zwar um 11 nach. Also, was ich mittlerweile gemacht habe, ist, Boxplots in R wieder zum Laufen zu bringen. Ist ja auch nicht schlecht. Und wir schauen uns jetzt also diesen Datensatz Doofplot an. Und das, was ihr genauer in diesem Datensatz hier seht, ist, also verschiedene Dosen.
Und das ist halt, glaube ich, in Milligramm die Menge der Ascorbinsäure. Wir nehmen uns jetzt nur diese Dosis 0,5 oder sowas in der Richtung. Und dann einmal eben den Orangensaft, einmal dieses Vitamin C Präparat und fertigen zwei Boxplots an. Und das ist also ganz typisch, oder? Zwei Stichprobenproblem. Links Orangensaft, da rechts sehen wir also das Ascorbinsäure Präparat. Und wir sehen also hier in, glaube ich, Millimeter hoffe ich halt, das Zahnwachstum hier. Sondern wieder gespiegelt, also die Länge der Zähne. Und man sieht halt, dass sie deutlich länger sind, wenn man den Boxplot gleich schon mal glaubt, wenn hier also Orangensaft zum Einsatz kommt. Und jetzt ist die Frage, wie können wir das irgendwie genauer greifbar machen? Weil das könnte ja zufällig sein, oder? Man hat sich natürlich nur eine Handvoll Meerschweinchen hier genommen und die Frage ist, ist das dem Zufall sozusagen überlassen oder ist es so, dass es hier eine Systematik drin gibt? Und die Antwort wird natürlich sein, bei so einem Boxplot, ja, das wird systematisch sein. So, was ich euch vorher eigentlich noch zeigen wollte, jetzt müssen wir nochmal kurz zurück zu Einstichprobenprobleme, ist, wie sich der P-Wert in Bezug auf die Plausibilität der Nullhypothese verhält. Wir könnten uns zum Beispiel noch einmal eben in diesem Package Maß, also nochmal Survey anschauen und es ging also um diesen Ruhepuls, also schauen wir uns noch einmal Puls an und erinnert euch zurück, das waren also diese Pulsschläge hier pro Minute, die gemessen wurden. Und was mich jetzt da interessieren würde ist, wie entsprechend in Bezug auf die Nullhypothese sich der P-Wert verändert. Das heißt, die Idee ist, zuerst wollen wir jetzt einmal testen für diese 70 Schläge. Dann wollen wir testen für 71 Schläge, 72 und so weiter und so fort. Und die Frage ist, was macht der P-Wert? Und das kann man wie folgt machen, indem man vielleicht einmal zunächst einfach diese μ0s, die wir so haben, aufteilen. Und zwar, wir machen uns eine Folge, sagen wir mal von, was könnte man nehmen, von 65 bis 75 herum, oder? Das heißt, wir testen ja auf 70 Schläge oder machen wir noch ein bisschen mehr, nehmen wir hier also 80 und da vielleicht 60, nicht so tragisch. Und wir wollen das relativ fein aufteilen, das heißt, wir gehen zu 0,01 Schritte oder sowas in der Richtung. So, jetzt haben wir einen langen Vektor. Und mich interessiert jetzt aber der zugehörige P-Wert und den speichere ich jetzt unter Y hinein. Also Y gleich C von Klammer auf Klammer zu heißt, das ist einmal ein leerer Vektor, nur initialisiert. Und was ich jetzt gerne hätte ist, ich würde gerne laufen von K in 1 bis Länge von X. Das heißt also, für jeden Eintrag in diesen Vektor X möchte ich jetzt was tun. Und das mache ich also mit einer Vorschleife. Und was ist das, was ich tun möchte? Ja, das, was ich tun möchte, ist, ich möchte einen T-Test ausführen. Und zwar möchte ich schauen, ob der mittlere Ruhepuls signifikant von dem, was jetzt also hier im Karteneintrag von X drin steht, abweicht oder nicht. Und da möchte ich den P-Wert davon haben und da kann man zugreifen mit P.value und am Dollar davor. Okay? So kriege ich den P-Wert beim einfachen T-Test, wenn ich teste auf eben die Nullhypothese μ gleich μ0. Und μ0 ist das x von k. Und so speichere ich mir jetzt dann also das y von k ab. So, schauen wir, ob es funktioniert. Und natürlich das Ergebnis wollen wir plotten. Wir wollen jetzt also den Wert von x, sprich von μ0, gegen den p-Wert auftragen, also x gegen y. Und was ich halt ganz gerne hätte, ich hätte es gerne als Linie, vielleicht machen wir das auch noch ein bisschen dicker, LWD gleich, was weiß ich, 3 oder sowas in der Richtung. Und das kommt heraus. Ist das überraschend, dass so ein Bildchen herauskommt? Also erstens einmal ist es überraschend, dass hier der Wert 1 herauskommt. Wo kommt denn der raus? Bei μ gleich μ0. Schon? Bei μ0 gleich x quer. Sehr gut. Das heißt, wenn der empirische Mittelwert genau dieses μ0 gibt, ja, der spricht natürlich ganz klar für die Nullhypothese. Dann ist der P-Wert 1. Schauen wir uns an, ob das wirklich stimmt. Also, wenn wir zumindest die NAs da weghauen, was ist also der empirische Mittelwert 74,15 irgendwas, was weiß ich? Und wo sind wir da ungefähr? Bei 74,17 irgendwas. Das heißt, wir sehen noch einmal, genau dann, wenn der Punktschätzer genau diesen Wert liefert, ja, natürlich ist dann μ gleich μ0 sehr plausibel. Oder? Und wir sehen, je weiter wir allerdings wegkommen von eben diesem empirischen Mittelwert, umso unplausibler wird natürlich die Nullhypothese. Und da seht ihr, fällt der P-Wert also sehr schnell gegen Null ab. Man kann ja genau sagen, wo sozusagen hier die harten Grenzen sind. Und zwar, was wir hier noch dazu plotten könnten, das wäre so eine Linie. Und zwar nehmen wir 0 mal x, damit wir halt zumindest die richtige Länge des Vektors haben, plus zum Beispiel 0,05. Nehmen wir an, dass jetzt also unser P-Wert hier jemals berechnet wird und wir aber daran interessiert sind, zu einem Signifikanzniveau von Alpha
jetzt den Test durchzuführen, dann wäre das 0,05 und machen wir es noch ein bisschen dicker, Linienwidth 3. Ja, was ist hier aufgetragen? Da seht ihr, für welche μ0s verworfen wird und für welche nicht. Für welche wird verworfen? Ja, für all die, die außerhalb von diesem Bereich sind, diesen beiden Schnittpunkten hier, oder? Also da ist der P-Wert größer als dem Signifikanzniveau, das heißt, wir behalten bei. Und da draußen wird es immer unplausibler, weil wir immer weiter weg vom empirischen Mittelwert sind, ja, und da wird verworfen. Was ihr genauso machen könntet, ist, ihr könntet euch zum Beispiel auch das jetzt einseitig anschauen. Wir haben doch eigentlich hier die Alternative eingegeben, also Alternative ist gleich greater. Das haben wir eigentlich getestet. Was für ein Bildchen würdet ihr jetzt hier erwarten? Wo ist es denn? Da. Was für ein Bildchen würdet ihr erwarten? Wie wird das wohl ausschauen? Man, so einen Zacken kann es nicht mehr geben, oder? Aber so muss es ausschauen. Warum? Na, ihr seht wieder das Folgende. Und zwar, links also vom empirischen Mittelwert wird es immer unplausibler, dass die Nullhypothese stimmt. Warum? Weil die Nullhypothese ist, μ kleiner gleich μ0. Und je weiter wir nach links mit unserem μ0 gehen, umso unplausibler ist es. Ja, nach rechts wird es aber immer sozusagen noch plausibler. Weil wenn μ eben größer gleich μ0 sein soll, das was übrigens hier der Fall ist, also Entschuldigung, μ größer gleich μ0, dann müssen wir immer weiter und weiter nach rechts gehen. Okay? Das heißt also, wir sehen genau wieder diesen Zusammenhang zwischen dem P-Wert und der Plausibilität der Nullhypothese. Gut, also das ist nur so eine Visualisierung und bitte, sie ist irgendwo ein bisschen generiert, weil schlussendlich ist das μ0, was es ist, das habt ihr vorgegeben, die Daten sind, was sie sind und ihr führt den Test halt wirklich so durch, wie er euch gegeben ist. Außer ihr macht irgendwas Komisches, kann auch passieren. Na gut, wir sind jetzt aber zu zwei Stichprobenproblemen gekommen. Also noch einmal, zwei Stichprobenprobleme. Und wir haben schon gesehen, was gegeben ist. Wir denken also wieder an die Meerschweinchen. Was gegeben ist, sind zwei Stichproben. Und zwar die erste Stichprobe x1 bis xnx, also das soll eine Stichprobe sein, die hat den Umfang nx. Und diese Stichprobe ist aber nicht die einzige. Wir haben noch eine zweite, y1 bis ynny. Und die hat den Stichprobenumfang ny. Was könntet ihr euch beispielsweise vorstellen? Ja, das sind die Zahnlängen der Meerschweinchen mit Orangensaft und das sind die Zahnlängen jener mit eben diesem Vitamin C-Präparat. Und jetzt möchte ich die miteinander vergleichen. Das ist ein ganz, ganz typisches Setting in so Medikamentenstudien. Patienten in der ersten Gruppe wird ein bestimmtes Medikament geben, ein vergleichbares Medikament, zumindest was Ähnliches tut. Der zweiten Patientengruppe, dann will man wissen, welches wirkt besser, welches wirkt schlechter. Also ganz typisches Setting, da sind die Patienten halt Meerschweinchen und das Medikament ist Ascorbinsäure, wenn du so willst. Aber das hat also wirklich weitreichende Anwendungen. Und das erste, was wir uns hier anschauen könnten, wäre der sogenannte doppelte Gauss-Test. Und allein der Name dieses Tests sollte euch sagen, was wir machen wollen. Doppelt bezieht sich jetzt auf was? Zwei Stichprobenproblem. Ja, Gauss-Test heißt er wohl warum? Weil wir irgendwo die Gauss-Verteilung verwenden werden. Und was ist hier bei diesem Gauss-Test gegeben? Was sind hier die Annahmen? Und bitte, die Annahmen sind immer ganz, ganz wichtig. Ohne Annahmen könnt ihr also schon Tests durchführen, nur es kommt nicht zwingend das raus, was ihr gerne hättet. Also bitte, die Annahmen müssen erfüllt sein. Wenn die also nicht hinreichend gut überprüfbar sind, dann müsst ihr euch fragen, ob ihr den Test überhaupt anwenden solltet. Und das, was wir erst einmal annehmen, ist, dass unsere Stichproben hier also normal verteilt sind. Das heißt, x1 bis xnx soll normal verteilt sein mit unbekanntem Erwartungswert μx und mit Varianz Sigma Quadrat. Unsere zweite Stichprobe, y1 bis ynny, soll ebenfalls normal verteilt sein, ebenfalls mit unbekanntem Erwartungswert, der hier μy heißt, und mit derselben Varianz Sigma Quadrat. So, jetzt kommen noch mehr Annahmen. Und das ist insbesondere eine, die jetzt nicht gerade unglaublich angenehm ist. Das ist immer das bei diesem Gauss-Test. Das ist einmal eine erste Idee, wie man den Test konstruieren kann. Verwenden tut man den de facto eh nie. Aber er liefert uns Ideen. Und deswegen macht man. Sigma größer 0 soll bekannt sein. Also noch einmal. Zwei Stichproben, beide normal verteilt. Eventuell unterschiedlicher Erwartungswert, beide natürlich unbekannt. Gleiche Varianz, die sogar noch bekannt ist. Also schon relativ viel. Jetzt reicht das immer noch nicht. Was wir noch brauchen, ist Unabhängigkeit dieser beiden Stichproben. Das heißt, die Stichprobe, die hier die ganzen x1 bis xnx enthält und die Stichprobenvariablen y1 bis ny, die sollen also auch noch voneinander unabhängig sein.
Also bitte, was heißt diese Notation hier? Also x Vektor y Vektor unabhängig heißt, dass alle Stichprobenvariablen voneinander unabhängig sind. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, zum Beispiel bei den Meerschweinchen, die haben echt nichts miteinander zu tun. Das ist wichtig. Das heißt, man hat da das erste Meerschweinchen genommen, das weiß nichts vom zweiten, das dritte weiß nichts von dem davor und so weiter und so fort. Also wirklich unabhängig und ganz egal eben, sozusagen müsst ihr euch immer so vorstellen, in welche Gruppe ihr die dann schmeißt. Und unter diesen Annahmen wollen wir jetzt folgende Hypothesen gegeneinander testen. Ja, was ist hier das Einzige, was überbleibt? Und was kann ich jetzt noch testen? Genau, auf Gleichheit der Erwartungswerte testet man. Das heißt, die zweiseitige Hypothese, und euch ist klar, ihr könnt es dann auch einseitig machen, das werden wir jetzt nicht genau durchgehen, nur einmal noch hinschreiben. Also wäre μx gleich μy, das wäre die einseitige, und ich sage wirklich die einseitige, weil die andere ergibt sich automatisch, wäre H0, und zwar μx kleiner gleich μy. Warum ist es relativ sinnfrei, jetzt hier das Ungleichheitszeichen umzudrehen und sagen, dass man was Neues tut? Richtig, man kann x und y vertauschen, oder? Dann kriege ich wieder das. Das heißt, es reicht, wenn ihr euch die Hypothese da anschaut. Wir werden jetzt aber eher bei der beidseitigen bleiben. So, jetzt haben wir also wieder im Testvorgehen Folgendes gemacht. Wir haben Verteilungsannahmen, die stehen hier. Wir haben also Hypothesen festgelegt, die stehen da. Die wollen wir also gegeneinander überprüfen. Natürlich ist H1 das Gegenteil, also μx ungleich μy. Gegen das hier wollen wir testen. Und das nächste, was wir natürlich wie immer festlegen, ist das Signifikanzniveau. Das haben wir an der Stelle jetzt gemacht. Das ist wieder das Alpha zwischen 0 und 1. Stellen wir uns 5% vor. Was ist das nächste? Jetzt sind wir bei Schritt 4. Teststatistik überlegen. Also überlegen wir uns, was könnte hier eine sinnvolle Teststatistik sein? Und ich schreibe also hier, die Teststatistik soll natürlich abhängen von allen Stichprobenvariablen. Wir haben ja nichts zu verschenken, wir wollen sämtliche Informationen verwenden, die wir haben. Und wie könnt ihr denn jetzt sinnvoll die beiden Erwartungswerte miteinander vergleichen? Ja, der Plan wird, wie immer, ganz langweilig sein. Was würdest du sagen? Voneinander abziehen, ja. Aber was ziehe ich voneinander ab? Weil die Erwartungswerte kenne ich ja nicht, oder? Ich kann jetzt nicht schreiben, μx minus μy, das kenne ich beides nicht. Aber was habe ich denn für eine Hoffnung? Na, dass wenn ich gute Schätzer verwende, die wieder nahe bei den Erwartungswerten sind. Was ist ein guter Schätzer für das μx? X quer. Das heißt, wir nehmen einfach das Stichprobenmittel, und zwar der Stichprobe über die x. Ja, und davon ziehen wir ab, y quer, das Stichprobenmittel über die Stichprobenvariablen in der Stichprobe y. Und das sollte schon mal die Abweichungen in den Griff kriegen, oder zumindest irgendwie ganz gut schätzen, zwischen dem einen Erwartungswert und dem anderen. So, jetzt ist so, wenn ich da direkt mir den Erwartungswert von dem hier anschaue, dann ist der unter der Nullhypothese 0. Das ist schon mal ganz gut, weil wir hätten jetzt ganz gerne wieder was, und zwar unter dieser Nullhypothese μx gleich μy, von dem wir die Verteilung kennen. Jetzt, so wie es da steht, sage ich, ist es noch nicht ganz normiert. Was uns schon vollkommen klar sein sollte, ist, das gibt eine Normalverteilung. Warum? Weil das ist ein arithmetisches Mittel über normal verteilte Zufallsgrößen, die unabhängig sind, das ist normal verteilt. Dann alle die x-Zufallsvariablen und die y-Zufallsvariablen sind voneinander unabhängig, das heißt, die beiden hier sind voneinander unabhängig, das heißt, es gibt als Differenz wieder eine Normalverteilung. Und was wir auch noch machen dürfen, ist, wir dürfen mit irgendwelchen Konstanten multiplizieren, bleibt immer nur eine Normalverteilung, und die richtige Konstante, damit man halt hier die Standard-Normalverteilung rauskriegt, ist jetzt hier Sigma mal Wurzel aus 1 durch nx plus 1 durch ny. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht mal, wie kommt man auf die Konstante? Ja, ganz einfach, man rechnet es nach. Also das heißt, wir schauen uns jetzt diese Verteilung an, und zwar für μx gleich μy. Was kommt raus? Und wir wissen schon, dass es eine Normalverteilung ist. Das halten wir fest. Also das ist uns klar. T von xy ist normal verteilt. Das gilt immer. Okay, also das ist uns klar. Das heißt, wie können wir jetzt fixieren, welche Verteilung es eben ist? Ja, wenn es schon eine Normalverteilung ist, braucht man bloß nur Erwartungswert und Varianz ausrechnen. Dann machen wir das halt. Das heißt, wir bestimmen den Erwartungswert von, ja, dem hier, steht aber da oben, x quer minus y quer dividiert durch Sigma mal diese Wurzel da. Im Prinzip ist mir wurscht, was in der Wurzel steht, weil der Erwartungswert, wenn alles existiert, ist linear. Das heißt, ich ziehe mal hier die Konstante raus.
Dann darf ich also hier durchziehen und das heißt, hier steht der Erwartungswert von x quer minus der Erwartungswert von y quer. Was gibt der Erwartungswert von x quer? Was der? Naja, das Stichprobenmittel ist ein erwartungstreuer Schätzer. Das heißt, der Erwartungswert liefert gerade den zu schätzenden Wert, der hier nix ist. Und da entsprechend kommt nur y heraus. Ja, aber unter dieser Nullhypothese kommt also 0 heraus. Erwartungswert ist 0, passt schon mal. Und jetzt schauen wir uns nur die Varianz an. Also die Varianz von x quer minus y quer dividiert durch Sigma und diese Wurzel hier. Was passiert mit Konstanten in der Varianz? Wenn man sie rauszieht, werden sie quadriert. Perfekt, genau so ist es. Das heißt, das hier herausgezogen gibt 1 durch Sigma Quadrat. Aus der Wurzel wird halt nur das Argument, was drin steht. Also, da schauen wir oben hin, das gibt 1 durch nx plus 1 durch ny. Kann man das überhaupt nur lesen? Also 1 durch nx plus 1 durch ny, das kommt halt hier raus. Und überbleibt hier noch die Varianz von x quer minus y quer. So, was wisst ihr aber über die Varianz einer Differenz? Im Allgemeinen gar nichts. Aber, wenn die beiden Zufallsgrößen unabhängig sind, dann passiert was? Was steht hier? Wäre dann Vorschlag. Habe ich da Plus dazwischen gehört? Und das habe ich gut verstanden, gell? Ganz genau so ist es. Bitte passt auf. Also, genauso wie gesagt wurde, ihr stellt euch das Minus da drin vor in der Varianz und zieht das dann aber heraus. Und das kommt quadratisch raus. Anschaulich ist ganz klar, dass da ein Plus stehen muss. Die Varianz gibt euch die quadratische Abweichung vom Erwartungswert wieder. Wenn ihr die Differenz von zwei Zufallsvariablen habt, wird die quadratische Abweichung aber trotzdem aufsummiert. Gell? Also wichtig sind hier zwei Punkte. Und zwar das erste ist einmal, dass x quer und y quer unabhängig sind. Ansonsten dürft ihr die Varianz gar nicht durchschieben durch eine Summe. Gell? Also die ist alles andere als linear, wie ihr wisst. Und bitte beachtet, Varianz einer Differenz von unabhängigen Zufallsvariablen, unkorreliert würde reichen, gibt also die Summe der Varianzen. Okay, und damit wissen wir aber auch noch Folgendes, und zwar, weil wir schon oft nachgerechnet haben, was das hier gibt. Was passiert mit der Varianz beim Stichprobenmittelbilden? Ja, die wird dividiert durch n. Haben wir auch schon nachgerechnet. Die Varianz von x quer ist Sigma Quadrat durch n. Bitte beachtet, die x haben dieselbe Varianz wie die y. Das heißt also, auch hier kommt Sigma Quadrat durch, falsch, nx sollte hier stehen, und da Sigma Quadrat durch Stichprobenumfang heraus. Ja, und jetzt sehen wir aber, was da steht, oder? Da steht Sigma Quadrat durch nx plus Sigma Quadrat durch ny. Das steht genau auch unten im Nenner und damit kommt 1 heraus. Also Haken dahinter, wir sehen also, das ist unter dieser Nullhypothese tatsächlich standardnormal verteilt. Damit können wir den Test aber wieder hinschreiben. Wir brauchen bloß wieder den kritischen Bereich, also kritischer Bereich wie immer. Und wenn wir jetzt eine Standardnormalverteilung haben, ja, dann ist das eh alles wieder, muss ich zugeben, relativ unaufregend mittlerweile, glaube ich, für uns. Also wir tragen hier wieder auf die entsprechende Dichte. Das wäre also hier diese stetige bezüglich des Lebesgue-Maßes und so weiter und so fort. Das ist die Gaußsche Glockenkurve. Ja, und da wissen wir jetzt aber auch wieder, was wir tun müssen. Welche Werte sprechen ganz klar für die Nullhypothese? Ja, wenn x quer ungefähr bei y quer angenommen wird. Das heißt, in Erwartung ist es dann unter der Nullhypothese 0, und zwar unter der beidseitigen. Werte, die weit draußen sind, die werden gestraft in Bezug auf die Nullhypothese. Das heißt, hier hätte man dann wieder Phi Alpha halbe, da hätte man Phi 1 minus Alpha halbe. Und wir sehen also, was die Testentscheidung ist. Und zwar für dieses beidseitige Stichprobenproblem zum Beispiel, Tau wie immer die Realisierung unserer Teststatistik. Wenn das Tau betragsmäßig zu groß ist, liegt es im kritischen Bereich. Das heißt, wenn es größer ist als Phi 1 minus Alpha halbe aufgrund der Symmetrie, dann würden wir also H0 verwerfen.
Okay, geschafft. Also war irgendwie eigentlich nicht sonderlich schwierig, oder? Wir haben gesehen, im Prinzip, im Großen und Ganzen, wenn man verstanden hat, was für eine Teststatistik man verwendet, dann kann man das aus dem Einstichprobenproblem eigentlich einfach hochheben, oder? Also damit haben wir jetzt den Gauss-Test auch für das Zweistichprobenproblem. Ja, und genauso wie beim Einstichprobenproblem, mit dem will keiner arbeiten. Also, dass die Varianzen beide gleich sind, da werden wir später noch drüber reden. Aber dass sie sogar noch bekannt ist, die Varianz, das ist halt unzulänglich. Ja, wenn es schon den einfachen T-Test gibt, dann wird es wohl auch den doppelten geben. Und der korrigiert das Ganze. So, doppelter T-Test machen wir relativ zügig. Was ist die Idee dabei? Ja, dass die Annahme genauso ist wie vorher. Fast. Also wir haben wieder zwei Stichproben. Stichprobe 1, x1 bis xnx. Die ist also normal verteilt mit Erwartungswert μx und Varianz Sigma Quadrat. Wir haben genauso eine zweite Stichprobe nach wie vor, y1 bis yny. Stellt euch vor, unsere Meerschweinchen gibt es noch immer. Und die ist ebenfalls μy wieder im Erwartungswert normal verteilt so. Also ist normal verteilt mit Erwartungswert μy. Und die Varianz ist ebenfalls gleich. Beachtet das. Also noch einmal, Varianzen sind wieder beide gleich. Was wird der Unterschied sein zum Gauss-Test? Dass die Varianz unbekannt ist. Also das ist jetzt der Unterschied. Und bitte, das ist irgendwie das, mit dem man arbeiten kann. Dass man da die Varianz kennt, ist einfach unrealistisch. Was wir auch als Annahme haben, bloß nie vergessen, ist, dass also die beiden Stichproben voneinander unabhängig sind. Ja? Schreibe ich also salopp so hin. Das ist auch noch eine Annahme, die wir hier brauchen. So, wie gehen wir jetzt wieder vor? Ja, im Großen und Ganzen gehen wir wieder genau gleich vor. Die Hypothesen, die wir haben wollen, sind immer nur dieselben. Zum Beispiel wollen wir testen, und zwar μx gleich μy gegen die Alternative, also μx ungleich μy. Wir wollen auf gleiche Erwartungswerte testen. Ja, und jetzt könnte man auch probieren, einfach ganz gleich vorzugehen, wie bei diesem einfachen Gauss-Test. Das heißt, wir brauchen dann, Entschuldigung, beim Doppelten, wir brauchen dann also wieder eine Teststatistik. Na, und wenn ich da eine vernünftige Teststatistik haben möchte, dann ist immer dasselbe, dann werde ich ja vernünftige Schätzer verwenden müssen. Und da wird es gleich ausschauen wie bei diesem Gauss-Test. Da wird x quer minus y quer stehen. Das vergleicht man einfach, oder? Den einen Erwartungswert mit dem anderen in Bezug auf Schätzer. Was ich auch noch gerne hätte, am liebsten würde ich jetzt da wieder Sigma hinschreiben. Das würde ich mir wünschen, aber das kenne ich nicht. Die Frage ist, was schreibe ich hin? Und die Antwort ist, einen vernünftigen Punktschätzer. Und das wird SP sein. Ja, jetzt muss ich euch halt verraten, was das gibt. Das ist die sogenannte gepoolte Stichprobenvarianz. Genauer das hier dann eben die Standardabweichung. Und sonst lasse ich alles gleich. Also das heißt, was ihr euch hierzu merken solltet, ist, dass man jetzt einfach Sigma durch irgendeinen Schätzer wieder ersetzen. Standardvorgehen, oder? Das war beim einfachen Gauss-Test auf den einfachen T-Test auch schon dasselbe. Aber der Punkt ist, wir haben jetzt hier zwei Stichproben. Und deswegen braucht man irgendwie ein bisschen einen anderen Schätzer für diese sogenannte eben gepoolte Stichprobenvarianz. Und dann ist die Behauptung, wir schreiben das SP gleich hin und schauen es uns ein bisschen an, dass wenn μx gleich μy ist, was wohl rauskommt? Was für eine Verteilung? Was würdet ihr vermuten? Na, wenn der schon T-Test heißt, natürlich eine T-Verteilung. Das Einzige, was man sich überlegen sollte, ist, mit welcher Anzahl von Freiheitsgraden, ja, kann man nachrechnen, nx plus ny minus 1. Okay? Also das kommt hier heraus, minus 2 sind es, upsi. So, weil also es ist eben Anzahl der Freiheitsgrade vom ersten minus 1 und plus vom zweiten minus 1. So, glaube ich, müsste stimmen. Und jetzt kann man sich halt doch irgendwie die Frage stellen, was dieses SP überhaupt ist. Und die Frage sollte man sich dringend stellen. Und die Idee ist im Prinzip simpel. Man haut einfach beide Varianzschätzer zusammen. Ihr könnt ja die Varianz von eurer ersten Stichprobe ganz gut schätzen, und zwar durch Sx². Dann nehmt ihr einfach die Stichprobenvarianz der ersten Stichprobe. Das wissen wir, ist ein guter Schätzer. Und jetzt könnte man auf die simple Idee kommen, dass man einfach zusammenzählt. Und zwar, man nimmt jetzt einfach hier das Stichproben, also hier die Stichprobenvarianz der zweiten Stichprobe und zählt sie dazu. Ja, dann wird das nur nicht ganz gehen, vor allem weil in Erwartung kommt natürlich dann zweimal Sigma heraus. Und was vor allem noch ganz stark aber stört ist, nehmt es einmal an, ihr hättet nur eine einzige Stichprobenvariable hier und ihr hättet jetzt eine Milliarde da. Ja, dann wollt ihr nicht
dass der Einfluss von diesem Schätzer gleich groß ist wie der von dem da, oder? Ich wollte das mal irgendwie mit dem Stichprobenumfang gewichten. Ja, und wie man das gewichtet, ist wie folgt. Jetzt muss ich gerade schauen, ob ich das so richtig im Kopf habe. Ich glaube, hier müsste also stehen ein x minus 1 wahrscheinlich oder sowas in der Richtung. Und da genauso ein y minus 1. Und durch was wird das Ganze hier dividiert? Dividiert wird es durch die Anzahl der Freiheitsgrade, die man sich da halt entsprechend überlegen muss. Also ein x plus ein y minus 2, das heißt also gerade durch die Summe aus den beiden hier oben. Also ich glaube, so müsste das Ding ausschauen. Ja, doch, das ist genau das, was im Skriptum steht. Und das nennt sich, wie gesagt, gepoolte Stichprobenvarianz. Ja, warum gepoolt? Stellt euch vor, da werft ihr alle Stichprobenvariablen in einen Swimmingpool und bildet eben da entsprechend, wie gesagt, die Stichprobenvarianzen und werft sie somit zusammen. Also Stichprobenvarianz. Was ihr jetzt nachrechnen könnt, das überlasse ich euch als Übungsaufgabe, ist, dass das wirklich ein vernünftiger Schätzer ist. Also zwei Dinge, die man jetzt hier nachrechnen sollte. Aber mit dem, was wir schon alles wissen, habt ihr das also sehr schnell nachgerechnet. Das ist ein erwartungstreuer und konsistenter Schätzer. Also, nachrechnen. Also es ist wirklich de facto eine Zeile. Erwartungswert von SP Quadrat ist gleich Sigma Quadrat. Ein erwartungstreuer Schätzer für die Varianz. Und es gilt noch mehr, SP Quadrat geht für nx und gleichzeitig ny gegen unendlich, gegen zumindest fast sicher eben Sigma Quadrat. Das heißt noch einmal, diese gepoolte Stichprobenvarianz ist ein erwartungstreuer und konsistenter Schätzer für die Varianz und einer, wo wir sagen, der ist vernünftig. Jetzt gilt sogar noch mehr, ihr könnt es auch noch nachrechnen, dass Folgendes gilt, und zwar nx plus ny minus 2 durch Sigma Quadrat, SP Quadrat, Phi Quadrat verteilt ist mit nx plus ny minus 2 Freiheitsgraden. Das heißt, im Prinzip, ihr kriegt genau das gleiche wie für die herkömmliche Stichprobenvarianz, bloß halt sozusagen jetzt alles zusammengezählt. Also für diese zwei Stichproben liefert euch das eben einen passenden Schätzer. Frage? Beim doppelten Gauss-Test nimmt er gar keine Rücksicht auf den Umfang der Stichproben jeweils, oder? Doch, der fließt da im. Achso, beim doppelten Gauss-Test? Gauss-Test. Na, wird schon entsprechend da dividiert durch die Stichprobenumfänge, oder? Würde ich schon meinen, da steht 1 durch nx plus 1 durch ny und so. Also steht schon beim Gauss-Test im Prinzip auch dabei, oder? Nein, die fließen da schon ein. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, ich meine, im x-quer und y-quer stecken die ja auch drin. Gell? Also es ist schon so, dass, also dadurch, dass das x-quer verhält sich ja in Bezug auf die Varianz wie eben ursprüngliche Varianz durch nx. Das heißt, je größer da sozusagen der Stichprobenumfang ist, um so, ja, wie soll man sagen, eher wird das zum Einfluss dazugeschmissen, oder? Desto mehr schenkt man dem Aufmerksamkeit. Und zwar, weil sonst die Streuung halt größer ist. Aber da muss man die Zufallsgröße halt nochmal genau untersuchen und sehen, wo es einfließt. Ja, nur in Bezug auf den Schätzer. Weil da ist der Punkt für den Schätzer allein. Es geht jetzt nur um diesen Schätzer. Und zwar SP Quadrat für Sigma Quadrat. Da könnt ihr ja im Prinzip auch einfach SX Quadrat nehmen. Aber das bringt nichts, weil dann fehlt die andere Stichprobe. Ihr könnt das arithmetische Mittel von den beiden nehmen. Aber das wäre auch irgendwie ziemlicher Schrott. Weil, wie gesagt, wenn dann eine einen viel größeren Stichprobenumfang hat als die andere, das wird nicht passen. Und jetzt verstehe ich die Frage genauer, in Bezug auf die Varianz ist es ja so beim Gauss-Test, beim Doppelten, dass die Varianz von beiden ja bekannt ist. Da habe ich keinen Einfluss irgendwie. Das ist, was es ist, oder? Das ist vielleicht der Unterschied. Okay, damit glaube ich aber, haben wir jetzt das soweit verstanden. Wir haben wieder unter der Nullhypothese, damit aber die Verteilung von dem, was hier oben steht, und zwar unserer Teststatistik. Das heißt, wir können wieder einen kritischen Bereich bestimmen, eh immer das Gleiche. Also kritischer Bereich. Was wir halt hier jetzt haben, ist
die Dichte der entsprechenden T-Verteilung. Also, was wäre das hier? Hier hätten wir also die stetige Dichte bezüglich dem Lebesgue-Maß, und zwar der T-Verteilung mit nx plus ny minus 2 Freiheitsgraden. Wir müssen uns also bloß dann noch hier überlegen, was spricht für die Nullhypothese, was spricht dagegen. Und ihr könnt im Prinzip 1 zu 1 das Bildchen übernehmen, was ihr vom doppelten Gauss-Test gehabt habt. Ja, Werte weit weg von 0 sprechen wieder dagegen. Ihr nehmt die entsprechenden kritischen, also die entsprechenden Quantile, kriegt damit den kritischen Bereich und kommt zur folgenden Testentscheidung. Und zwar die Testentscheidung lautet, wenn betragsmäßig also eure Realisierung der Teststatistik zu groß ist, da draußen im kritischen Bereich also liegt, dann verwerft ihr, und das ist der Fall, wenn es größer ist als dieses Quantil hier, tnx plus ny minus 2, und da hätten wir halt 1 minus alpha halbe. Dann wird also h0 verworfen. Also ihr seht, das geht dann eh immer gleich. Mit der Zeit wird es dann schon langweilig, den Test dann immer genau hinzuschreiben, aber trotzdem, das muss man halt auch tun, weil sonst kann man nicht ausführen. Ist euch das klar? Genau, beides gegen unendlich. Da sind aber nur 5 Zeilen dazwischen. Okay, ich mache dabei was in L. Und zwar, was wir uns jetzt wirklich anschauen wollen, ist zum Beispiel diese Zahnlängen, das heißt einmal die OJs und einmal die VCs. Was ihr da schon seht ist, da sind beide Stichprobenumfänge gleich groß, da könnt ihr sagen, das ist halt Zufall, und sind beide nur 10. Das ist nicht gerade viel. Also bitte normal, wenn ihr testet, schaut, dass der Stichprobenumfang schon ein bisschen größer ist als 10. Auf der anderen Seite muss man sagen, ein Test orientiert sich ja nach dem Stichprobenumfang. Das heißt also, zufällige Abweichungen, die da auftreten, werden eben tendenziell schneller als zufällig eingestuft, oder? Und zwar noch einmal, die Nullhypothese natürlich kann viel schwerer jetzt als nicht plausibel erkannt werden, wenn ihr wenig Daten habt. Aber ihr seht überall, da steckt da der Stichprobenumfang drin. Das heißt, wenn es hier zu Abweichungen kommt, dann sind die halt nun einmal signifikant, bereits mit einem geringen Stichprobenumfang. Aber prinzipiell ist es so, Stichprobenumfang von 10 ist schon sehr wenig. Gut, schauen wir uns jetzt an, was wir testen müssen. Ja, wir wollen mit dem T-Test testen. Und deswegen schreiben wir wieder T-Punkt-Test. Wir wollen vergleichen, und zwar die Gruppe der Meerschweinchen, genauer deren Zahnlängen, mit Orangensaft gegen die mit Ascorbinsäurepräparat. Und jetzt kommt was Wichtiges. Wir wollen dabei annehmen, dass die Varianzen gleich sind. Also var.equal ist gleich true. Und wir führen den Test mal aus, schauen, was passiert. Und hier steht To-Sample-T-Test. Und das Wichtigste, was ihr hier wieder erkennt, ist entsprechend der P-Wert. Und der P-Wert ist klein. Wenn wir den Boxplot noch einmal dazu anschauen, glauben wir ja das sofort, oder? Also, dass es hier zu signifikanten Abweichungen in Bezug auf die durchschnittliche Zahnlänge kommt, das schaut schon sehr danach aus. Und der Test bestätigt das, das heißt, hier der P-Wert ist viel, viel kleiner als unser gewähltes Signifikanzniveau von 5%. Damit verwerfen wir. Ihr seht übrigens wieder entsprechende Konfidenzintervalle, Schätzungen eben hier für die Erwartungswerte durch den empirischen Mittelwert und so weiter und so fort. Wieder viel Information, die ihr hier habt. So, was war jetzt bei diesem Testvorgehen alles andere als korrekt? Eigentlich ganz viele Sachen noch. Was mal zunächst? Ihr habt doch gesagt, es gibt Annahmen, oder? Ihr habt sie sogar hingeschrieben. Sind die Daten normal verteilt? Was bedeuten soll, sind die Stichproben normal verteilt? Gut, denken wir später drüber nach. Glauben wir einfach einmal dabei. Also, dass das nicht allzu sehr von der Normalverteilung abhängt. Aber das, was wir sicher nicht überprüft haben, sind da oben zwei Dinge. Sind die Varianzen gleich? Unklar. Und das war es eigentlich dann eh schon. Also wenn die Varianzen gleich wären, dann dürfen wir das machen, oder? Also das sind die Dinge, die hier also noch fehlen. Und was passiert, wenn wir also nicht annehmen würden, dass die Varianzen gleich sind? Ja, dann wäre hier var.equal auf false zu setzen. Und was passiert ist folgendes. Ja, R sagt euch eh, was es tut. Also bitte, ihr braucht es nur lesen. R sagt euch, was hier im Hintergrund passiert. Es wird dann der sogenannte Welch-Test ausgeführt. Und das heißt, zwei Dinge müssen wir jetzt machen. Wir müssen irgendwie eine Möglichkeit finden, auf gleiche Varianzen zu überprüfen, Punkt 1. Und wir müssen uns überlegen, wenn die Varianzen nicht gleich sind, was tun wir? Und da steht es, dann müssen wir den Welch-Test eben ausführen. Und das sind also die nächsten zwei Punkte. Zunächst einmal, überprüfen auf gleiche Varianzen, das nennt sich also F-Test, der Test, der hier ausgeführt wird.
Und was wieder gegeben ist, ist eh immer dasselbe. Also gegeben und die Verteilungsannahmen sind wie folgt. Eine Stichprobe x1 bis xnx, die ist wieder normal verteilt, mit also Erwartungswerten x, Varianz sigma x Quadrat. Bitte, da ist es jetzt so, natürlich, die Varianzen werden jetzt nicht gleich sein im Allgemeinen. Und die zweite Stichprobe, die soll auch wieder normal verteilt sein, die kriegt wieder den Namen y. Und der Erwartungswert ist irgendwas, ist uns eh egal. Und wichtig ist, der Varianz müssen wir hier halt einen anderen Namen geben, sigma y Quadrat. Was wir auch wieder annehmen, ist, dass diese beiden Stichproben voneinander unabhängig sind. Also wenn ihr alle Stichprobenvariablen aneinander schreibt, sind die also unabhängig. Und was wird wohl unsere Hypothese sein? Was wird die Hypothese wohl sein? Ja, sind die Varianzen gleich oder sind sie es nicht? Also, H0 wäre hier zu wählen sigma x Quadrat gleich sigma y Quadrat. Das ist das, was uns interessiert. Und da muss man halt jetzt eins dazu sagen, natürlich gibt es wieder einseitige Tests, die können es analog hinschreiben, machen wir jetzt nicht. So, was braucht man als nächstes? Ja, das Signifikanzniveau, das haben wir gewählt. Und dann kommt der nächste wichtige Schritt, die Teststatistik. Was könnten wir als Teststatistik wählen? Wie fängt man mal an? Man überlegt sich, was sind vernünftige Schätzer? Wissen wir aber. Was ist ein vernünftiger Schätzer für die erste Varianz? Na, sx Quadrat. Was ist ein vernünftiger Schätzer für die zweite Varianz? Sy Quadrat. Wenn ich die miteinander vergleichen will, ja, dann dividiere ich sie durcheinander. Und zwar Achtung hier, die Differenz kann man irgendwie nicht gut in den Griff kriegen. Aber die Idee ist, für diesen Quotienten hier kann ich dann wirklich was verteilungstechnisch anfangen. Und zwar, was wir zeigen werden, ist, dass dieser Varianzenkoeffizient, den man hier nimmt, dass der, dieser Bruch also da, der Quotient, dass der entsprechend, wenn Sigma 0, Sigma x Quadrat gleich Sigma y Quadrat ist, dass das eine Verteilung gibt, die man eben mehr oder weniger explizit hinschreiben kann, genauso wie die t- und die h-Quadrat-Verteilung. Und diese Verteilung, die heißt also Fischer-Verteilung und die hat also hier zwei Freiheitsgrade, also zwei eben jeweils, ja, so muss man sagen, also hier eine Anzahl von Freiheitsgraden und da eine Anzahl von Freiheitsgraden, und zwar nx minus 1 und ny, so wie da wieder geschrieben, minus 1. Und das hier, wir werden es gleich natürlich genau definieren, nennt sich die Fischer-Verteilung. Also bitte benannt, also nicht nach unserem Bundespräsidenten, sondern nach Ronald Fischer, also einem berühmten Statistiker. Und wir müssen natürlich irgendwie schon sagen können, was das für eine Größe eben hier ist, die da auftritt, was für eine Verteilung. Und das wollen wir jetzt definieren. Also was ist die sogenannte Fischer-Verteilung? Und im Prinzip die Fischer-Verteilung ist genau das, was ihr oben seht. Das ist ein Quotient von, das was oben steht, ist im Wesentlichen Chi-Quadrat verteilt. Das was unten steht, ist auch im Wesentlichen Chi-Quadrat verteilt und genau so ein Quotient ist dann halt Fischer verteilt. Das heißt, was wir gegeben haben, ist folgendes. Es seien also m und n zwei natürliche Zahlen und x und y Zufallsgrößen, also Zufallsvariablen mit mehreren Eigenschaften. Unabhängig und Chi Quadrat verteilt. Also, das erste Mal ist mit, habe ich vielleicht schon geschrieben, nein, habe ich noch nicht geschrieben, mit x unabhängig von y, und das zweite ist, x soll also chi Quadrat verteilt sein mit m Freiheitsgraden und y chi Quadrat verteilt sein mit n Freiheitsgraden. Dann nennt man folgendes wie folgt, und zwar, wenn ihr also diesen Quotienten x dividiert durch Freiheitsgrade dividiert durch y und dividiert durch Freiheitsgrade betrachtet, das ist eine sogenannte Fischer-Verteilung mit m und n Freiheitsgraden. Also die dann nennt man Fischer-Verteilung mit m und n Freiheitsgraden, und das ist die, die wir genau da oben brauchen.
Ja, wie würdet ihr das jetzt geschwind nachrechnen? Ja, ihr erweitert es da oben einfach entsprechend und seht sofort, der Fischer-Verteilung steht da. Warum? Also, für die Teststatistik, die wir da oben haben, steht nämlich was da? Da steht SX² dividiert durch SY². Da kann ich aber erweitern mit NX minus 1 dividiert durch Sigma Quadrat mal SX Quadrat. Warum will ich das stehen haben? Weil, das weiß ich schon, ist Chi Quadrat verteilt. Unten hätte ich gern das gleiche stehen, und zwar halt in Y, NY minus 1 durch Sigma Quadrat minus 1 SY Quadrat. Das ist Chi Quadrat verteilt, das ist Chi Quadrat verteilt. Das Einzige, was ich halt noch richtig machen muss, ist, ich muss sie dividieren durch die Anzahl der Freiheitsgrade und hier unten genauso. Und jetzt überlege ich mir mal, ob es stimmt. Wäre auch mal gut. Da habe ich mit 1 durch Sigma Quadrat erweitert, da oben genauso, kurz ist weg. Da habe ich ny minus 1 durch ny minus 1 ergänzt, kurz ist weg. Also tatsächlich, genauso wie oben, sehen wir, hier steht sx Quadrat durch sy Quadrat bloß anders hingeschrieben. Und zwar so, dass ich jetzt sehe, das hier ist, wie wir schon wissen, Chi Quadrat verteilt mit nx minus 1 Freiheitsgraden. Das hier ist Chi Quadrat verteilt mit ny minus 1 Freiheitsgraden. Wir wissen, die Stichproben sind voneinander unabhängig. Damit sind diese Größen auch voneinander unabhängig. Und wir haben genauso eine Fischer-Verteilung. Und damit haben wir wieder im Griff, was unter der Nullhypothese passiert. Das ist der Punkt. Unter der Nullhypothese, wissen wir, schaut es wieder so aus. Übrigens, das natürlich hier immer vorausgesetzt. Also für Sigma x Quadrat gleich Sigma y Quadrat. Okay? Na gut, was überlegen wir uns jetzt in weiterer Folge? Ja, wie wir dann unsere Testentscheidung fällen müssen. Und da braucht man nur wieder passende Quantile. Und da ist es jetzt aber wie folgt. Diese Fischer-Verteilung für eine vernünftige Anzahl von Freiheitsgraden sieht fast so aus wie die Chi-Quadrat-Verteilung, zumindest in Bezug auf die Dichte. Und zwar diese stetige Dichte schaut auch irgendwie so in der Richtung aus. Also die sieht sehr ähnlich aus. Das wäre also so eine Dichte, die man im Übrigen wieder explizit hinschreiben kann, wenn man will. Ist halt ein bisschen Arbeit, aber geht. Also stetige Dichte bezüglich dem Lebesgue-Maß dieser Snx-1 NY-1-Verteilung. Und was muss man wieder wählen? Na, man muss sich wieder überlegen, was sollte unter der Nullhypothese in etwa rauskommen? Ja, was würde ich sagen? Wenn Sigma x gleich Sigma y ist, ist welcher Wert zu erwarten? Ja, ungefähr 1. Keine Ahnung, ob 1 da ist. Aber das heißt, der Wert, der zu erwarten wäre für die Teststatistik unter der Nullhypothese, wäre ungefähr 1. Und zwar, weil der Quotient sollte ja 1 dann sein. Wenn oben ungefähr das gleiche wie unten rauskommt, soll ungefähr 1 rauskommen. Und Abweichungen, die also zu stark von 1 sind, die werden bestraft. Und das heißt, wir würden jetzt also hier wieder die Nullhypothese verwerfen, wenn Folgendes gilt. Wenn also hier Tau entweder größer wäre als fnx-1 ny-1 und davon das 1 minus Alpha halbe Quantil, oder wenn ihr das andere Quantil nehmt, und zwar also das hier müsst ihr euch vorstellen, also wenn Tau kleiner ist als fnx-1 ny-1 und da das Alpha halbe Quantil, dann würdet ihr also H0 verwerfen. Und einseitig geht dann wieder analog. So, probieren wir das in R aus. Wie würdet ihr versuchen, diesen Fischer-Test aufzurufen? Ha. Und natürlich stimmt das in dem Fall nicht. Also Achtung, der Fischer-Punkt-Test ist der exakte Test nach Fischer, den wir später noch kennenlernen werden. Der hat nichts mit der Varianz zu tun. Also vielleicht schon irgendwo mit irgendeiner Varianz, aber sicher nicht mit dem Problem. Achtung, in R ist das VAR-Punkt-Test für Variance natürlich, also Varianz-Test. Und bitte passt wirklich auf, also es ist nicht Fischer-Punkt-Test, das ist ganz was anderes. Und da zum Beispiel können wir jetzt vergleichen die beiden Varianzen in diesen Gruppen. Wir führen den Test aus und schauen, was uns da eben gesagt wird. F-Test to compare two variances. Also R ist schon nett, oder? Sag wirklich F-Test, um zwei Varianzen zu vergleichen. Also R spricht mit einem. Und was ihr da also seht, ist der P-Wert, der ist doch ein Eckerl größer als die 5%, die wir uns immer voranschlagen, und damit wird die Nullhypothese beibehalten. Es gibt keine signifikanten Abweichungen zwischen den Varianzen.
Das heißt, es ist einmal nicht unplausibel, dass sie gleich sind. Ob sie wirklich gleich sind, werden wir nie wissen. Niemals. Gell? Aber es ist also zumindest legitim, wenn wir das annehmen für den T-Test etwa. Und so geht man vor. So, für heute das Letzte, was wir machen, ist, jetzt zu verstehen, was passiert, wenn wir hier eben nicht die Varianzen auf gleich setzen, also diese Annahme damit, dem T-Test hier geben, und zwar diesen Befehl T-Test, dann wird dieser Welch-Test ausgeführt. Und beim Welch-Test im Prinzip passiert wieder fast dasselbe. Das Einzige, was jetzt anders ist wie beim T-Test, ist, dass wir annehmen, dass die Varianzen Sigma x² und Sigma y² voneinander unterschiedlich sind. Das heißt, ihr habt genau die gleichen Voraussetzungen wie jetzt zum Beispiel hier bei der Varianz, also beim Fischer-Test, also wirklich ein und dieselben wie bei diesem F-Test. Der einzige Unterschied ist, dass jetzt also hier angenommen wird, dass die Varianzen wirklich verschieden sind. Und was wir wieder testen wollen, ist genau dasselbe. Also nichts Neues. Wir wollen wieder zum Beispiel testen, μ x gleich μ y. Und dieses Testproblem hier unter diesen Annahmen nennt sich Behrens-Fischer-Testproblem. Also irgendwie wirkt es wie ein ganz einfaches Testproblem. Das ist jetzt sozusagen der letzte Fall, der irgendwo über ist. Wir haben jetzt also unterschiedliche Varianzen. Letzter Fall, den müssen wir irgendwie klären, dann haben wir das Repertoire voll. Ja, und meistens ist es halt so, wenn das so einen eigenen Namen hat, nach also unter anderem da einem sehr berühmten Statistiker, dann wird das jetzt halt vielleicht nicht ganz so einfach sein. Und das Tragische ist, es gibt sogar Resultate dazu, dass die exakte Lösung dieses Testproblems, also einen entsprechenden Test zu konstruieren, die gibt es quasi nicht. Also die exakte Lösung dieses Problems hat Eigenschaften, die wollt ihr nicht haben, als Test. Und was man deswegen immer noch machen will, ist, als Teststatistik diese Größe zu verwenden, hoppala, und zwar, als Teststatistik würdet ihr immer noch gern x quer minus y quer dividiert durch, na und da verwendet man jetzt eben die Wurzel aus. Und was also hier steht, sind die entsprechenden Schätzer. Also das ist nx durch sx, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber schauen wir lieber, dass es wohl stimmt. Da irgendwo recht ist. Doch, sx² muss es sein. Also sx² durch nx plus sy² durch ny. Und ich sage mal, das ist im Prinzip die natürliche Fortsetzung von eben dem einfachen Gauss-Test wiederum auf dieses Problem. Und was sich zeigt ist, die Teststärke, die Macht des Tests, ist sehr gut, wenn man diese Teststatistik verwendet. Das ist tipptopp. Und was uns auch klar ist, da steht wieder die Differenz von zwei Punktschätzern. Man hofft, dass das vernünftig normiert ist und so weiter. Ja, es ist aber nicht so. Das Problem ist, man kann jetzt hier nicht ohne weiteres hinschreiben, was die Verteilung unter der Hypothese μx gleich μy ist. Großes Fragezeichen. Bitte, kann euch niemand beantworten. Okay? Also das ist hier die Schwierigkeit bei diesem Testproblem. Da tritt auf einmal was auf, was viel, viel schwieriger ist. Und man nennt es eben da auch hier wieder Behrens-Fischer, in dem Fall halt Testgröße. Das heißt, auf der einen Seite ist das die Testgröße, die man haben will. Auf der anderen Seite hat man sie halt überhaupt nicht im Griff. Also diese Teststatistik ist auch nach Behrens und Fischer benannt. Und jetzt kommt aber die gute Nachricht. Ja, zumindest approximativ kennt man die Verteilung. Das heißt, man kann hier eine Anzahl von Freiheitsgraden angeben, sodass diese Teststatistik zumindest näherungsweise, gell, also näherungsweise wie folgt verteilt ist, jetzt hier die Frage, wie ich das hinschreibt, also ist näherungsweise besser. Also näherungsweise für μx gleich μy wie folgt verteilt, und zwar, die ist eben, ach, das ist blöd, das kann ich jetzt dann nicht mehr dahinter schreiben. Txy ist näherungsweise für, das schreiben wir so in Klammer, Tn verteilt für Anzahl der Freiheitsgrade n, siehe Skriptum. Keine Ahnung, kann ich nicht auswendig, ist irgendwie ein Mordsausdruck. Das heißt, man kann hier eine Anzahl von Freiheitsgraden angeben, so dass diese Testgröße unter der Nullhypothese, die einen da interessiert, eben entsprechend T verteilt ist.
Und dann soll euch klar sein, jetzt kann man alles wieder gleich machen. Jetzt kann man wieder Quantile berechnen, man kann wieder schauen, was der kritische Bereich ist, fällt die Realisierung der Teststatistik rein oder nicht. Und wie gesagt, das, womit man halt leben muss, ist hier eine gewisse Ungenauigkeit, die allerdings, sage ich euch gleich dazu, nicht sehr groß ist, und zwar in vernünftigen Fällen. Schaut euch zum Beispiel noch einmal hier den P-Wert an. Der P-Wert hier, den merken wir uns, mit diesem Welchtest haben wir rausgekriegt 0,006 und irgendwas. Schaut euch mal den P-Wert zuvor an. Und zwar der P-Wert, wenn wir hier var.equal auf true setzen. Gut, da ist der P-Wert halt 0,005 und noch ein bisschen was. Das heißt, ihr seht, da gibt es nicht wirklich einen Unterschied, der es ausmacht. Also im Großen und Ganzen kann ich euch Folgendes empfehlen. Wenn ihr keine Idee habt, wie es mit der Varianz ausschaut, dann nehmt bitte einfach diesen Welchtest her. Wenn die Varianzen wirklich vernünftig aus irgendeinem Grund als gleich anzunehmen sind, dann solltet sehr wohl den T-Test hernehmen. Aber für die üblichen Fälle ist es so, dass man eigentlich immer diesen Welchtest hernimmt. Na gut, dann danke für heute und schönen Nachmittag.